Goedenavond. Het is lo officieel. Queen hoorde dan hier het groen redannonceerd. 2017 kende het zwijgen referendum aan Groot-Brittannië. Dit zal erklären of je het land aan de Europese Unie zal blijven of rausgaan. In of out. Zo wie David Cameron dat toch immer aan de recente wahlcampagne betoond wordt. Zo einfach wie dat is unheert, als dat van niet. Het moet zich genee aan herinnering roepen wie David Cameron zich dat ganz voorgesteld wordt. Aan een eerste fase willen een nieuw Europees verdrag uitzandelen, genaamd dat reformen die Europa meer wettbewerbsfähig zullen maken aan de staten ermee, wie hier ziet, handelingsfähigkeit schrikken. Gesetzesvorlage als schon am House of Commons deposeerd ging, aan den David Cameron als ook mittlerweile on tour aan de Europese Hauptstadt voor zijn partneren te verzegen met op de weg te gaan. De Fall gezegd, er kreeg de proces door ontrollen, dan moest om een nieuw vertrag eenstemmig van meer dan 20 Mombastaten ugeholt gaan, wat er niet werd vanzelf gegaan. Mol ugeholt het klima was zoveel, dan hadden Briten 2017 de choix zich voor een weitere verblijf aan de Europese Unie te decideren. Bislang stehen nach alle Möglichkeiten oder Hypothesen op. Versuchen wir mal Problematik, ob die Zentralfrauen zu reduzieren. Erstens, was will denn David Cameron wirklich? Will denn den Austritt? Zweitens, weil er gesagt hat, er will an der Europäischen Union bleiben, kann es ja nicht au départ ein politisches Manöver gewesen sein, für der UKIP, einer EU-feindlichen Bewegung, politisch Wasser aufzugeben. Gezij het lo na de Wahlen, wordt UKIP regelrecht ingegaan als net zo uit, wie van de lo de Europese Unie aan die sceptiker bis zur bedeutungslosigkeit geschwächt gewesen. Oder drittens, als het net zo dat aan de conservatieve partij zelf de widerstand tegen Europa dermoze groot is, dat de Cameron mittlerweile als zijn geisel geldt. Wat geschiet van die andere 27 Mombastaten zich weigeren, vertragsänderungen aan Britische zin unzuhullen? In dem Fall müssten Briten sich vorstellen, ob sie an der aktuellen Europäischen Union werden bleiben oder nicht. Kann Cameron aber Changemente an den Vertrag durchsetzen, als sie an der komfortablen Lage 2017 kapisch an die Referendum zu gehen. Alles oder nicht? Ein Europa, das sich als Schicksalsgemeinschaft versteht, oder ein Europa, das mit Minimum von Gemeinsamkeiten wird auskommen? Ein Europa von der Solidarität? Oder eine bedeutungslose Vereinigung von Staaten, die an der globalisierten Welt schon kapituliert haben. Der Cameron will Member von einem schwachen Europa sein, aber bleiben. Er versucht dafür, die anderen Mitgliedstaaten matt auf sein Weg zu bringen. Das gelingt ihm wahrscheinlich aber nicht. Was aber wert probieren, wenn die Europäische Union nicht bis zur Bedeutungslosigkeit geschwächt wird, als für Großbritannien ein Sonderstatus mit vielen Rechten, aber ohne Pflichten, rauszuhandeln. Ein Art Cherrypicking demnach. Darauf könnten auch nach anderen Mitgliedstaaten kommen, die sich auch nicht besonders integrationsfähig erweisen. Auch wenn der Teilnehmer ziemlich spekulativ Überlegungen sind, Solidarität sieht aber anders aus. Dabei braucht man mehr Solidarität wie je. An der Wirtschafts- und Währungsunion. Solidarität auch vis-à-vis von den nächsten Generationen. Solidariteit aber auch für alle mit den Flüchtlingen, die am Mittelmeer vom Ertrinken menaciert sind. Die Solidarität braucht eine Methode. Sie muss organisiert gehen. Der Frau muss man an erster Stelle nachgehen. Ein besseres Europa durch mehr Ersatz, ein Europa, das noch vier guckt.